Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? So langsam kommen sie wirklich in Zugzwang. Die Spielzeit läuft bisher überhaupt nicht rund. Und wenn sie sich nicht steigern, werden sie durchgereicht. Das kann nicht ihr Anspruch sein. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Werner. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Choupo-Moting. Flanke kommt, wird das eine Chance? Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Eckball für Schalke. Klasse Parade, hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Alessandro Schöpf. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Emil Forsberg. Halstenberg. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Goretzka. Choupo-Moting. Jetzt müssen sie aufpassen. Super Flanke. Hövedes. Choupo-Moting. Goretzka. Schießt er ihn rein. Super Einsatz vom Torhüter. Eckstoß also für Schalke 04. Schöne Flanke. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Schöpf. Bentaleb. Sehr gut aufgepasst. Werner. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Wird's jetzt gefährlich. Da zieht er ab. Und den Ball hält der Torhüter fest. Choupo-Moting.
Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Choupo-Moting, der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zu Recht feiern. Und da haben wir es nochmal, das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Demme. Compaire. Jetzt wird's gefährlich. Die Flagge kommt gut rein. Und damit sind sie am Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das muss der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Jetzt ist das Spiel wieder offen, sie haben den Ausgleich. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Ronaldo, Bentaleb, Meier. Einwurf. Demme. Marcel Sabitzer. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Einwurf, der Ball war draußen. Choupo-Moting. Der Ball kann, das könnte die Führung geben. Goretzka, da ist das Tor und damit liegen sie vorne. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 2-1, hier ist noch alles drin. Demme. Wird das eine Torchance? Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Bentaleb. Kolasinac. Nach Durchgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Sie liegen hier zurück, bekommen die Offensive heute nicht so richtig in Gang. Ungewöhnlich schwach sind sie heute offensiv, das kennen wir besser. Mit der Führung im Rücken geht es jetzt für Schalke in den zweiten Durchgang. Goretzka. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er versucht's. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Das macht er gut.
Da verlieren sie den Ball. Yusuf Paulsen. Und Ecke. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Er spielt den Steilpass. Ah, oh, das könnte es sein. Den. Setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach, Wolf, guck dir das an. Da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt der Wechsel. Er setzt den verletzten Spieler. Da ging es einfach nicht mehr weiter. Folgerichtig also diese Auswechslung. Schöpf. Da geht er dazwischen. Wichtig. Er hat den Ball da draußen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Da zieht er ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Meier. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Angriff könnte was werden. Er geht aufs Tor zu. Und jetzt ein Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Meier. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Er köpft den Ball. Den Ball hält er gut. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Er schraubt sich hoch. Jetzt wechselt der Trainer zwei neue Spieler ein. Aktuell sehen wir den Ballbesitz eingeblendet. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt, wenn man ihn hat. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kein Abnehmer da für die Flanke. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Jetzt Sabitzer. Schöne Flanke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän.
Meier. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Choupo-Moting. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist im Aus und es gibt Ecke für die Gelsenkirchner. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Bei der Entfernung zum Tor wäre es eher das Abspiel gewesen, Buschi. Ja, da direkt zu schießen, wohl nicht die beste Idee. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Demme. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt schießt er. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Jetzt wird's gefährlich. Gefährliche Flanke. Die Chance per Kopf. Den hält er super. Vielleicht die letzte Gelegenheit, diese Ecke. Und der Torwart ist mit dabei. Das Ding hier muss noch nicht durch sein. Es gibt einige Minuten obendrauf. Den hält er. Er köpft ihn. Meier. Das könnte gefährlich werden. Der Ball kommt. Gut verteidigt hier. Und damit endet dieses Spiel mit einem Sieg für den FC Schalke. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Diese Niederlage müssen Sie erstmal verarbeiten. Mit diesem Ergebnis, ganz ehrlich, hätte ich niemals gerechnet. Vor allem nicht, dass Sie komplett ohne Torerfolg bleiben. Goretzka.